Hallo ihr Lieben! Letztens habe ich ja ein Video gemacht zu dieser tollen 10 Watt LED-Lampe vom Netto. Jetzt habe ich mir gedacht, von dem Ding war ich begeistert. Nehmen wir mal eine aus China. Mal gucken, wie die ist. Dieses Teil hier habe ich von Banggood bekommen. Kostete 3,60 Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Soll 4 Watt haben. Ja, das werden wir prüfen. Sieht so von der Bauform her okay aus. Ich mag diese Maiskolbenform eigentlich schon ganz gerne. Aber naja, mal gucken, wie es aussieht. Versuchen wir erstmal da reinzukommen. Ich habe das Gefühl, das geht einfach. Es geht einfach. Es offenbart sich auch direkt. Wie schön. Nachdem wir das aufhaben, gucken wir doch mal da rein. Das Erste, was mir direkt auffällt, wenn ich hier reinschaue, ist dieses riesig dicke Anschlusskabel vom Mittelkontakt dort unten drin. Man kann so gerade eben da so eine, vielleicht zwei Drähtchen, also Einzeladern entdecken, die auch irgendwie eine gefühlte Kilometer weit abisoliert ist. Und ich wette, wenn ich da jetzt mal ein bisschen dran zuppel... Oh, ne. Erstaunlich. Erstaunlich fest. Da verabschiedet sich der Becher. Mit Löchern drin. Ist doch ganz nett. Wahrscheinlich, um die Abwärme abzuführen. Schick. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier... fangen wir bei der Seite an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Streifen. A5 LED. Das macht schon mal 30. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macht 36 LEDs. Das dürfe ein halbes Watt pro LED sein. Nee, weniger. Kann gar nicht sein. Halbes Watt, das wären ja dann... Ja, doch schon mal eben 18 Watt. Ich glaube nicht. Was sind denn das dann wohl für welche? Gucken wir nach. Wozu haben wir einen Taschenrechner? Wir haben, das soll 4 Watt sein, geteilt durch 36 LEDs, macht ein Sechstel, na toll. 0,1 Watt, 100 Milliwatt pro LED, könnte hinhauen, aber finde ich ein bisschen groß fast schon für nur 100 Milliwatt. Ich meine, wenn wir nochmal die Lampe vom Netto dazu nehmen. Die sind ein bisschen kleiner und haben definitiv ein halbes Watt pro LED. Naja. Mal gucken. Gut, dann haben wir hier ein kleines Netzteil. Das sieht wegen dem großen Trafo so auf den ersten Blick aus wie ein Schaltnetzteil. Aber ich mag ja fast wetten, dass das nur... Oh nee. Ich dachte, das wäre wieder nur eine Spule, aber es scheint tatsächlich diesmal eine galvanische Trennung hier zu sein. Wir haben ja auch direkt einen schönen Cut im Board drin. Gut, dafür hat man dann direkt hier an der Stelle diese Massefläche oder was immer das ist, sehr weit rausgezogen und hat sich damit diesen ganzen Vorteil quasi wieder zerstört. Warum mache ich hier einen Slot rein, wenn ich die Massefläche so rausziehe? Da muss mir mal einer erklären, was geht da in den Köpfen der Leute vor, die das entwickeln? Ich meine, ich nehme mir mal einen Stift. Wenn ich jetzt da, wo ich jetzt male, wenn ich das wegnehmen würde. Wenn man diesen Part wegnehmen würde. Dann hätten wir hier... nicht wirklich weniger Fläche, wo Strom fließen könnte, abgesehen davon, dass hier drunter überhaupt kein Strom fließen muss, weil hier gar kein Anschluss mehr ist. Aber wir hätten einen viel größeren Abstand zwischen Sekundärseite und Primärseite. Warum macht man sowas? Man hätte auch den ganzen Kram hier komplett wegnehmen können eigentlich. Das hätte alles nicht da sein müssen, meiner Meinung nach. Merkwürdig. Gut, gucken wir mal. Hier ist ein kleines IC wahrscheinlich drunter versteckt. Hier unter dem Kondensator.
Oder ist das der Gleichrichter? Das ist ein Gleichrichter. Ich sehe kein IC. Hm. Ich sehe einen kleinen Transistor. Dann ist das Ganze wahrscheinlich selbstschwingend. Dann wird da wahrscheinlich irgendwo ein RC-Oszillator oder sowas sein, oder ein LC-Oszillator, der den Transistor ansteuert und das Ganze... Aha, schön. Nur durchs Bewegen ist jetzt das Beinchen abgefallen. Das ist toll. Machen wir hier auch nochmal. Ne? Das hält, das ist fest. Relativ fest. Gut, das macht es einfacher, das zu untersuchen. Wo waren wir? Wir haben einen kleinen Transistor. Der wird wahrscheinlich von irgendeinem Schwingkreis angeregt und angesteuert, der selber dann diesen Transformator dann entsprechend schaltet, wodurch wir dann im Prinzip ein kleines Schaltnetzteil hier haben. Freilaufdiode dürfte das hier sein. Könnte. Nein, gar nicht. Das ist die Gleichrichterdiode für die Sekundärseite und hier dieser kleine SMD-Kondensator scheint tatsächlich dann auch nochmal eine sekundärseitige Filterung zu sein. Mich würde jetzt interessieren, welche Kapazität dieser Kondensator hat. Ich glaube, den löte ich mal ab. Warten wir mal kurz, bis das warm ist. Andererseits, ich glaube, ich baue das ganze Ding komplett auseinander. Mal gucken. Schaltplan aufzeichnen. Mal schauen, was das wird. So, eine kurze Zeit später habe ich das Teil jetzt auch mittlerweile wieder zusammengebaut. Die Schaltung habe ich mir angeschaut und auch soweit durchschaut und analysiert, was so auf den ersten Blick gar nicht mal so einfach war. Denn das Ganze, ich sag mal, ist zwar eine Standardschaltung, aber wenn man jetzt nicht jeden Tag mit Schaltnetzteilen arbeitet, ist das Ganze schon ein wenig schwieriger zu verstehen, sag ich mal. Ich blende die Schaltung jetzt mal ein. Komplett drauf eingehen werde ich jetzt an dieser Stelle aber nicht. So viel sei jetzt gesagt, es handelt sich um eine selbst schwingende Flyback-Topologie. Ich denke, ich werde dazu ein separates Video machen, wo ich erkläre, wie das Ganze funktioniert, da das doch jetzt etwas viel auf einen Schlag wäre. Auf jeden Fall, für die Preisklasse, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass ein so, naja, nicht unbedingt aufwendiges, aber ein so vorteilhaftes Schaltnetzteil verbaut wurde, weil wir haben definitiv hier eine galvanische Netztrennung durch den Schalttransformator hier. Und dadurch ist es auch nicht schlimm, wenn mal versehentlich hier dieser Plastikkolben abfliegt und dann vielleicht der Sohn oder sonst wie oder die Tochter mal daran grabbelt, da passiert nichts. Es kribbelt vielleicht ein bisschen in den Finger, aber wir haben wirklich eine galvanische Trennung. Also von daher, Hut ab, dass die Chinesen es schaffen, für 3 Euro so ein ausgefeiltes Produkt auf den Markt zu bringen. Mit auch einer wirklich ordentlichen Lichtleistung. Ich habe jetzt 3 Stück von den Dingern in meinem Esszimmer verbaut. Und ich sage ganz ehrlich, nachdem ich den jetzt wieder zusammengebaut habe, kommt der auch noch dazu. Klasse Dinger, für den Preis spitzenmäßig. Kann ich nur empfehlen.